Aber jetzt kein anderer Hunter dabei, der den Bogen hätte kriegen können. Wenn hätte er bestimmt, bei der Telekom gearbeitet, 100 Pro. Hören alle zusammen. Ach, da gibt's einen Bonus-Roll. Also mein Onkel arbeitet, da reicht das auch. Ja, ist ey! Weites. Ja, warten gehen kannst du, denke ich mal. Wir machen jetzt noch bis zu Tektus den Trash erstmal, oder? Ja. Dauert ja nochmal. Dann können wir eine kleine Pause machen vor Tektus und dann... Nö, ja, kann ich jetzt schon morgen gehen, den Trash. Achso, ja Trash klar. Ja. Und immer dran denken, erst Hausaufgaben, dann Kissen. Na, wer macht das? wer war das? Kennt ihr das Lied? Nein, ja. Natürlich nicht. Kulturbanausen, ey. Achso, es tut mir leid, Kraft ist ja wieder dabei, ich muss ja wieder. Also, ihr kennt Violett ab hier, oder? Ja, wie kann man denn das vergessen? Ja, er war so ruhig gerade. Achso, ja, fick. Oh, ich will auch essen. Oh. Oh, virtuelles Essen, schmeckt das gut. Geil. Na, das bleibt wenigstens drinne. Der war nicht schlecht. Ja, wollen wir allgemein erstmal kurze Pause machen vom Trash? Dann gehe ich mir noch Bonuswurfmarken holen. Hey. Ja. Dann für die nächsten 5 Bosse, easy. Easy going. Ja. Ich habe noch 3. Ja, auch kurz in der Garni. Ich hab eben nach dem Einloggen bin ich zu meinem Tisch gehechtet, dass wir nicht so eine Mission kurz haben mit dem Diegel. Raucherpiegelpause, 5 Minuten, 10 Minuten so. Kraft hat doch extra gewartet, bis wir die ersten beiden down hatten. Hatte einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Also bis gleich. Bis gleich, jo. Dachte ich, ah, die machen das schon. Deppen die. Das würde ich nie denken. Nie im Leben. Viel zu komplex. Und Kraft, wie zufrieden bist du denn mit der Telekom? Überragend. Naja, was ich so gehört habe, Unity Media soll ja noch viel schlimmer sein. Ich höre mehr von Kabel Deutschland eigentlich, mieses. Ja, insgesamt. Kabel Deutschland, Ich sag immer... Die Telekom ist ein Saftladen, aber es ist der beste Saftladen, den wir haben, verdammt. Das ist richtig. Wenn ein Laden einfach scheiße ist, aber trotzdem das Beste ist, was es gibt, dann ist es schon ein Traum. Ja. Schönsten war auch noch, ich bin gestern um 8 Uhr morgens, da gehe ich so gerade ins Bett. Von meinem Onkel angerufen worden, mein Internet geht nicht mehr. Und ich so, ja, probier mal den Router neu zu starten. Und dann ging's auf einmal. Es sind manchmal die einfachsten Dinge, ne? Wenn ja, so... das Lustige an der Kiste ist, das lief wohl seit Samstagmittag irgendwie nicht mehr. Und so, ja, ich dachte, das hat was mit dem Umstellen zu tun. Und ich so, ja, start einfach mal einen Router neu. Telekom-Router, die brauchen das. Ich weiß ja auch nicht, wie oft ich das Ding heute neu gestartet habe. Ja. Router, Modem, PC, Reihenfolge variabel. Ergebnis das gleiche. Kumpel von mir war bei Alice, da gab's Alice noch nicht so sonderlich lang. Und er hatte innerhalb von ein paar Monaten irgendwie 5 Router von denen bei sich im Wohnzimmer liegen, ey. Heftig. Die haben einfach immer einen neuen Router geschickt, egal was war, ich neuer Router. Immer her damit, Alter. Ist doch geil. Ja, mein Vater ist bei AOL gewesen damals. Und er wurde dann von Alice übernommen. Dann ist er jetzt bei Alice gewesen. Jetzt ist er, glaube ich, bei O2. Oder wen hat Alice übernommen? Ja, ich glaube Alice. O2, ja. Ja, der ist jetzt irgendwie andauernd weitergereicht worden. Er hat auch irgendwie gesagt, nö, ich gehe jetzt zum anderen. Der ist halt immer da geblieben, egal wer es übernommen hat. Obwohl, nee, läuft O2 nicht unter dem eigenen Namen trotzdem noch weiter? Ach, ich weiß es nicht. Ist ja Banane. E-Plus ist doch gekauft worden von O2 jetzt. Genau. Stimmt. E-Plus war das, richtig. Ja, es werden die Preise anscheinend wieder angezogen.
Ach, das Ding ist, in Deutschland kannst du eigentlich so eigentlich wirklich auch berechtigt über jeden Anbieter meckern, weil du fast gar nicht. Nee, weil du rein. Es ist Fakt, du hast fast nirgendwo die volle Bandbreite, für die du bezahlst. Nee, das stimmt. Ja. EU-weit liegt Deutschland ganz hinten, was Internetverfügbarkeit und konstante Geschwindigkeit und so angeht. Aber, ja. Dafür ist das Internet in Nordkorea noch schlechter. Also, hey! Oh. Da wollten wir jetzt alle gerade hinziehen, jetzt hast du uns versaut. Ja, in Nordkorea darfst du nur Backrezepte googeln, ey. Ich musste ja, ich habe ja den Film wirklich gesehen von Seth Rogen und James Franco und der ist einfach genial. Echt so kaputt gelacht über den Scheiß. Einfach wirklich, die Ideen, die können auch echt nur den beiden einfallen, ey. Das ist wirklich so, ach du Scheiße. Kann man überhaupt den Film sehen? Ich habe gedacht, der ist jetzt verboten. Der ist im Internet schon lange, der ist sogar auf YouTube. Sony hat den selbst auf YouTube gestellt. Was ist denn dieses Internet? Oh. Das kannst du aber auf einer amerikanischen IP, glaube ich, gucken. Ach, Mann. Ach, Mann, du. Wie fuck auch gut ist. VPN. YouTube-Unblocker, mit dem soll das angeblich gehen, aber... Warum soll ich legal streamen, wenn ich es auch illegal streamen kann? Hey, original Gangster-Shit. Ich habe das mit einem Kumpel zusammengeguckt und er hat mir schon voller Vorfreude gesagt, am 4. März kommt Saphir Blau auf DVD raus, dann ist er auch im Internet. Ja, wow. dieses verruchte Gefühl, wenn du das Tor-Netzwerk installierst auf deinem Rechner und du das Gefühl hast, so, ich gehe jetzt in den Untergrund. Yeah. Da war ja letztens dieser Who Am I, dieser deutsche Hacker-Film. Wo es dann auch hieß, wieder sind da. Im Darknet nicht Snippy. So. Nein, nicht das Darknet. Da sind doch die ganzen Kinderficker. Nichts anderes. Ja, ist die ja so, die Kiste voll viele denken, das ist nur Kinderficker-Forum. Mehr ist das, denken ja viele. Ja, das ist, weißt du, von Darknet halt, ne, wie Dark Room. Genau, ja, genau. So, habt ihr noch einen Port für mich wieder? Für dich niemals. Ich weigere mich. Boah, Leute, Alter, ich hab so Hunger. Unglaublich, Alter. Mach ein lecker Süppchen. Kraft, ja, was soll ich sagen? Ich versuch zu porten, aber die anderen weigern sich. Ich protestiere dagegen, da drauf zu klicken. Fail. Wollen wir Trash schon mal machen? Ja, wie gesagt, Trash können wir ja eigentlich schon machen. Ja. Mach doch Ready-Check, wer alles schon da ist, und dann machen wir Trash. Könnt ihr mich dann auch noch kurz porten? Ich würde ja gerne ja drücken. Am Ende machen wir noch Trash Metal. Ich habe jetzt endlich mal vorhin geschafft, Wacken Dankeschön. Zu gucken. Was Wacken? Der den Kinofilm da über. Ach so. Wacken. Und war schön? Ja. Hat sich's gelohnt, nicht hinzufahren? Dankeschön. Freundin von mir fährt auch jedes Jahr hin, die sagte schon so, ja. Und wenn ich eine Ausbildung anfange, ich fange die erst an, wenn Wacken vorbei ist. Aber so. Mit den Tickets muss ja schnell sein, 2 Tage nachdem Wacken zu Ende ist, ist ja schon fürs nächste Jahr wieder ausverkauft. Ich geh schon mal drauf, ne? Jo. Mal gucken, wer mitmacht. Meinst du sterben, oder? Ja, ich geh schon mal drauf, zack. Ah, der CC war auch geil. Ach, immun sind die, ja, stimmt. Ja, ne? Damit auch niemand auf die Idee kommt, irgendeine Mechanik zu benutzen, die Blizzard schon ewig drin hat. Nee. Er braucht schon CC. Das für ein sinnloser. Mein schöner Frosch. Wie cool das noch früher in Nax war, wo du wirklich einfach 2 Priester mitnehmen musstest, weil du sonst den Boss nicht geschafft hast. Na, oder in Kara einfach sowas, hoch. Ja. Oder sonst die Skelette vor dem Theater durch die halbe Instanz kiten musstest. Start. Ja, schön. Das waren noch Instanzen. Musstest du noch ein bisschen dich absprechen mit dem anderen Priester? Oh ja. Kommt der spaßigste Boss der Ennie. Oh, klingst schon freudig vorbereitend so. Ja. Tischfeuerwerk zünden, Mental. Mental vorbereiten. Ja, beim letzten Mal sah es doch gar nicht so schlecht aus. Das stimmt. Und jetzt, mit dem Schaden, was wir jetzt... Und was haben. Wir gelernt haben, wenn wir sterben, waren es die anderen. Ja. Das stimmt.
Das waren aber auch die, die die größte Fresse hatten. Mal sehen, ob die zwei Priester sich wieder um die Heilung streiten, wer nur recht hat. Ach du... Oh nein! Nein, diesmal nicht. Ich hab Recount und Skala drauf. Den zeigen mir beides das gleiche. Ach, der andere ist doch gar nicht da, oder? Ja, richtig. Was hast du getan? Vielleicht ist ein Addon mit dabei. Ja, einfach so random. Komm, irgendwas so random. Der neue Endboss. Von so einem GM einfach nur. Ich find's immer Leute, schön, wenn ich Schattenbrand mache, wenn ich Schattenbrand mache, hat der in 5 Sekunden down zu sein, ja? Dann steig ich an. Oh, random Epic, jetzt spannend. Was? Nee, nur Gold. Oh. Das kannst du mit unseren verfettelten Gamerherzen nicht machen, sowas. Echt mal, der Craft ist geportet worden, nicht gelaufen, Mann. Der wird doch... Na, Craft, wie fühlt es sich an, gepusht zu werden, hä? Man kann auch mit dieser komischen Feder fliegen. Hier drin nicht, oder? Ja, aber das wäre geil. Von der Garni hierher. Ja, stimmt, das ist echt, da kannst du eigentlich komplett drüber, ja. Wenn man hier die Feder lösen könnte, könnte man damit eigentlich fast bis so zum Kaiser hochfliegen. Oder? Sollte das reichen? Alter, was... Gibt's eine ganz einfache Sache. Mein Papa hat immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht. So ein weiser Mann. Ja. Oder ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er noch ganz so weise ist, aber... Also jetzt war ich ja schon ein bisschen tüdelig, oder? Naja, also mein Vater reißt sich die Achillessehne und läuft dann noch einen Marathon. Naja, YOLO. So. Sportler glaub, halt. Der macht das halt einfach. Du sagst ihm, ey Vater, das ist vielleicht keine so gute Idee. Hört er halt einfach nicht drauf, macht einfach. Ganz halt. Lern du erstmal heilen, sagt er dann. Ja, weil ich auch an der Achillessehne rumoperiere. Ich leg meine Hand drauf und sag, Licht, mach was und es funktioniert. Hier, du brauchst so eine Chakra-Kerze. Ja, siehste. Verkaufe ich dir für nur 50 Euro. Das ist aber einzig. Nett. Ja, ich hab die bei Vollmond, habe ich die besprochen. Das kann ja nicht jeder. Das kann nicht ja, jeder. Ja, ich weiß. Ich hab ja hier auch meinen Knuddel-Delfin, ne, der mit was? Speziellen, was auch immer gesegnet ist. Ich hab das schon wieder vergessen. Ein Voodoo-Delfin? Ja, aber ich kann die nette Dame anrufen, ja, und wenn er nämlich seine Energieladung verloren hat, würde ich mir den übers Telefon wieder aufladen. Für nur 300 Tacken. Oha. Rufst bei so einer Sex-Hotline an, mach alles, was du willst, laden sie mal Delfin bitte mit Chakra auf. Wäre auch nice. Ne, sowas mach ich nicht. Das ist ja viel zu pervers. Pervers, euer. Am Ende hast du noch so einen Naruto-Fanboy liegen. Fängt an, irgendwelche Handzeichen zu machen. So. Letztes Mal hatten wir eine Reihenfolge, da sind wir nicht bei gestorben. Das fand ich gut. Wir haben doch genau das gleiche gemacht wie immer. Lila, oh. Grün, Rot. Oder nicht? Lila, Rot. Und in die durchsichtigen Vaults bitte reinstellen, habe ich gelernt, weil da wird der Schaden aufgeteilt auf alle, die drinstehen. Was hast du gesagt? Lila, grün, rot? Ja, also... Ja. Rot, und in blau, violett, violett. In die durchsichtigen Vaults reinstellen, dann wird der Schaden auf alle Spieler aufgeteilt. Dann nehme ich lila. So! Lila. Lila Plus. Mit alle wieder da. War Trapped schon immer ein Troll? Nee, ich hab ne Wette gewonnen. Na, durftest du 20 Euro ausgeben für einen Charaktertanz? Ja. Nein, mir wurde das ausgegeben. Hey. Alles klar. Blutelfen werden langsam langweilig. Ach, so. Jetzt hast du hier eine Menge Feinde gemacht. Die halbe Gilde. Bluti. Bluti, die Blutelfe. In einem Stream letztens gesehen, da hieß einer Bluti for life. Da siehst du, dass du gleich vergrault wahrscheinlich. In die durchsichtige Walls bitte rein. Aber in die nicht. War das keine durchsichtige? Das ist durchsichtig. Ist die, ja. Boah. Da ist auch ein Pfeil dran. Da kann man ja stehen bleiben, lol. Da ist ein Pfeil dran, glaube ich nicht.
Ups. Weg von Angriffen. Da will ich nicht drin sein. Nein. Mein Cut ist riesengroß. Das hörst du auch nicht ganz so oft, oder? Wenigstens lass mein Delfin nicht aufhören. Nichts gegen Delfine. Delfine sind fast so cool wie Pinguine. Hast du diesen Kinofilm schon gesehen mit dem Madagaskar-Pinguin da? Nein, die finde ich. Ich sehe immer nur das Bild von dem Kleinen, der winkt. Ja, stimmt. Einfach winken. Cool bleiben, einfach ich weiß nicht, winken. Ich mochte den ersten Madagaskar, ich fand den zweiten auch noch ganz gut und dann haben sie es mit dem Pinguin und dem dritten irgendwie verkackt. Jo. Einfach nur scheiße. User entered your channel. Aber der dritte war ein bisschen übertrieben. Weiß ich nicht, also. Ja, und Sony denkt sich so, naja, wir sind mit Spider-Man gefailt, also machen wir einfach nochmal. Warum nicht? Hat ja so gut funktioniert. Was ich auch nicht verstehen kann, weil der Amazing Spider-Man, der erste war super, der zweite war halt nicht so gut, aber dann kann man auch noch einen dritten machen, das wieder aus der Scheiße ziehen. Oder noch weiter reinreiten. Kommt da kein Dritter? Sony, Mann. Kommt da kein Dritter von Amazing Spider-Man? Nein, die machen einen Reboot. Nochmal. Nochmal? Ja. Was? Das ist even more amazing Spider-Man. Ja. The awesome Spider-Man. Die schönsten Memes fand ich immer noch, wo Tobey Maguire so in der Ecke hängt, ganz traurig. I'm amazing too. Ich hab hier noch einen Tisch. Ich hab so viele Tische. Tischler. Ha! Bist du Jesus? Kannst du über Wasser laufen? Ja, als der Zusammenhang. Als Mensch. Warte, ich kann dir dabei helfen. Jetzt kannst du über Wasser laufen. Boah. Geil, danke! Das ist der beste Tag meines Lebens. Sieht voll creepy aus. So. Kristallspaß. In welche Richtung rennen wir damit weg? Die richtige. Ha! Also ich kenn's rechts Kristall und nach links, wenn der Berg kommt. Genau, der Berg ruht. Machen wir das auf die klassische Art, irgendwie Mark setzen und an dem dann so ein bisschen orientieren. Ja, am besten einen Heiler, damit die Tanks in der Range haben. Und wie wollen wir das mit bei den vier Ads dann machen? Also, dass wir den Kristallabschuss außen ablegen oder wieder in der Mitte? Ja, man kann ja gucken, dass man außen ein bisschen Platz lässt, ne? Dass man mit dem Abstand zum äußeren... Wird eh alles in Panik verfallen. Ja, wahrscheinlich, aber wir müssen ja wenigstens in der Theorie irgendwie stimmig sein. Also... Wenn alle es schaffen, in der Gruppe stehen zu bleiben, dann sollte es halbwegs klappen. Oder im Kreis laufen und ganz laut Enton rufen. Und mit Gold um sich, ja. Mit Kopfschmerzen. Enton. So, also gut, nach rechts weg mit dem Kristall-Scheiß da, Kladderadatsch, ihr wisst schon. Nach rechts, okay. Und nach links ausweichen, wenn die Berge kommen. Okay. Das, wie wollt ihr das mit den Tanks haben in der zweiten Phase? Sollen wir wieder rechts und links also wenn wir den laufen, oder? Also wenn wir den Kristallbeschuss außen ablegen, dann wäre es gut, wenn ihr den in der Mitte tankt. Alles klar. Aber auch mit ein bisschen Abstand zueinander, oder? Ja. Also. Nur, dass das jetzt nochmal gesagt wird. Kriegen wir hin. Dude. Ja, ich finde das schön. So schön. Und ich kenne es noch so, dass wenn eins der zwei Ads gefokust wird, dass ein oder zwei DDs noch auf das andere gehen, weil die Tanks dann irgendwie nicht so viele Stacks oder so kriegen. Damit kenne ich mich aber nicht aus. Also... Klingt so ein bisschen nach HC, ehrlich gesagt. Ja, so. Könnt's einfach mal probieren, ne? Ja. Also damit wollte ich sagen, vielleicht ist das hier ja gar nicht so. Also zwischen normal und HC ändert sich eigentlich nichts. Egal, das einfach stimmt, probieren. Ja. Cezu, möchtest du wieder das Ad marken oder soll ich meins marken? Mach ich schon. Was ist? Mach ich schon. Also das soll marken, meine ich, weil ich ja jetzt auch die Rechte habe zu marken.
Ja. Ey. Habt ihr eigentlich mal probiert, den kleinen Winterhelfer zu beschwören? Das ist ja echt knuffig, was ihr so sagt. Was? Wenn du den Abfall vom Winterfest beschwörst, dann kommen da so Sachen raus wie, hey, Priester, jetzt pass mal auf. Spielzeuge und Kerzen und diese Festtagskräuter machen sich nicht selbst, weißt du? Okay, wann wann ziehen wir den Wichtig zu KR? Also KR, wenn der sich in vier teilt. Und den Wichtel dazu. Wichtel. Na ja, wovon Morell gerade gelabert hat. Ach da, ja. Dann testen wir es doch mal. So, Bulter mal kommt. Go. Bitte rauslaufen. Lila. Nice. Bleibt einfach stehen. Ah, sorry, ich hab voll gepennt gerade. Das ist nicht gut. Nee, das ist absolut nicht gut. Egal, aber es geht gleich. Voll desorientiert gerade. Das rote Zeug kommt nicht auf mich zu, ich sehe, dass ich den Pfeil hab und beweg mich nicht. Entschuldigung. Ich würde mal behaupten, das könnte besser laufen. Naja. Das mit der Gruppe scheint schon mal nicht so zu klappen. Ne, das mit dem Rauslaufen irgendwie auch nicht so. Oh, Akku. Okay. Ja. Bringen wir noch schnell Kraft um, dann können wir uns hinlegen. Auch noch nie so schnell gewiped. Hat doch was. Ja, it's something. Gibt aber leider kein Achievement für. Guck mal, hier stehen nur noch die Marks. Schick. Wir sind gerade nicht mal annähernd so weit gekommen wie sonst, oder? Neu. Also chaotisch sind wir irgendwie besser, als wenn wir uns organisieren. Schreibe ich künftig so in meine Bewerbung. No. Also wir gehen dann jetzt nochmal alle ein Bier trinken. Bitte Leute, die keine Gruppen mögen. Immer diese Gruppenpräsentationen früher, ne? Ja, wo früher einer was gemacht hat und früher, das muss ich immer noch machen. Ja, wir machen das auch immer so. Also, mein Kollege und ich, wir sind in einer Gruppe. Ich liefere ihr die Idee, sie beweist den Scheiß und ich präsentiere es dann. So läuft das. Muss ich nur richtig einteilen. Cool. Der Organisator live. Es gibt wieder Tische. Ja, das ist das Interessante, nicht das Essen drauf. Lecker Tisch. Ja, bist jetzt Biber oder was? Ja. Die sind nochmal Norman und Daggett, ne? Ja. Hat noch jemand solche Normen. Hat noch jemand Stumpen. Solche Runen aus dem LFR zufällig? Nee. Ich kann hier. Ach, siehst du, ich könnte die ganze Zeit diesen Füße Handel mal den Herr Bödefeld an. Okay. Gibt dir jetzt genau die Hälfte, die ich hab. Das ist mir doch gleich mal 10 Gold wert. Wow! Jetzt wird er reich. Ich hab leider lebt. Ich hab leider nur 800. Ja, wird eng jetzt, ne? Mhm. Also ich hab noch ein paar Inflasks, ne, wer will? Davon hab ich selber genug. Haha. Deswegen ist ja mein Gold alle. Ja, ich hab die großen. Ja. Mein Gold Glückwunsch. Ist nicht alle, weil ich stell die selbst her. Das ist natürlich dann... Besser. Gut, alle diesmal bereit? Nein. So aus. Dann
8 Sekunden habt ihr noch. Hey. Nicht so viel. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Boss ins Target nehmen ist schlau. Nein, Boss nicht. Mit Etze. Scheiße, ich war vom Ding eingeklemmt. Er lebt noch. Jo. Ja. Eds. Geht nur hinter dem Berg. Ja. Da in 7 Bergen. Was du meinst, sind Hügel. Oh, Vorsicht. Tektonische Unruhe. Tektus ist down. Lässig. Easy. Wie läuft? So, jetzt mag ich mal. Ich stehe bei meinem. Also ich finde ja echt, wir sind echt schuld, dass wir beim letzten Mal gewiped sind, ne? Jo. Auf jeden Fall. Jetzt kommen die Kleinen. Jetzt erst die 4 Kleinen, oder? Eins fokussen wäre gut. Bock Hampfrosch. Oh, die Mistviecher weg. Ich glaube, jetzt fängt es irgendwie an, alles durcheinander zu laufen, oder? Ja, ja, ist halt mit dem... Ja, nochmal Konzentration, dann ging die jetzt. Letztes Mal war unser Rekord 2 von den Kleinen. Heiler auf dem Weg, wenn das geht. Um sie wegzuziehen? Einer ist schon mal down. Chronische Unruhe von dem zweiten. So, irgendwo wieder ein bisschen sammeln. Bei Stern. Zurück. Okay, da kommt glaube ich noch eine Unruhe gerade, oder? Also bei meinem nicht. Ja, haben wir so. Jetzt da.
war nice. So Jungs. Sammeln wieder, ne? So zu 90% ist der Boss jetzt geschafft. AFK. Geh mal ein bisschen raus. Du darfst nicht vergessen, es sind noch 5 Minuten bis zum Berserk, ja? Also. Das zeigt mein DBM komischerweise gar nicht an. Meinst schon? Keine Ahnung, woran das liegt, dass bei mir der Berserker nicht angezeigt wird. Noobfilter. Ja. Na? Soll ich dir mal einen Tipp das geben? Das habe ich nicht gesehen. Schmeiß mal runter und mach mal neu drauf. Ja, das wäre natürlich eine gute Idee. Musst aber im WTF-Ordner sämtliche Luas von dem Ding löschen. Sonst hilft es nicht. So, jetzt haut den runter. Nice. So. So, ich laufe jetzt die ganze Zeit hinterher, ja? Wo dir's? Keine Ahnung. Wieder an. Auch gut. Einmarken. Siehst du, da ist Diszi nicht dabei, ja, und dann läuft anderen Marken. Jetzt. Shit, Achtung, ich laufe in die andere Richtung mit dem Nebelbrems. Ich etwas abseits. Boah, zieht die mal nach außen, oder? Ja, ja, ich muss jetzt raus hier. Ich bin eben zweimal gegen Fels gelaufen, deswegen ging der Nebel leider in die andere Richtung. Ah, das haben wir noch geschafft, ist doch prima. Boah, wenn jetzt das Trinket droppt, ne, dann flippe ich aus. Geil. Ey, das lief gerade zu reibungslos, ne? Ja, das war... Alter, das war perfekt. Nein! Nice, Leute. Ohne Nick läuft das doch. Willkommen zum Wort des Abends. Nice. Einer der Heile. Ein Hals. Und Gold. Hey, jetzt Bonus Gold. Gold. Und Schultern. Das hast du gekriegt. Mit Sockel. Ein neues Kriegsgeschmiede. Muckstück. Yeah. Mit Sockel. Oh, mit Sockel, Alter. GZ an alle, die was bekommen haben. Ja, warte, ich muss auch Bonus machen, Alter. Ja, ich hab auch Bonus, aber bringt mir nichts. Das Wort, das du suchst, ist fickt euch. Nicht GZ. Ich hab hier diese Woche sowieso schon ID, oh, also Gold. Mir ist das ziemlich egal.